Ja, hallo Leute und willkommen zurück zum zweiten Teil von dem kleinen Bonus-Einschub. Keine Sorge, nach diesem Part gibt es dann Episode 2. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das dauert jetzt hier ewig. Meine Freundin ist natürlich immer noch dabei, weil wir nehmen das einfach hintereinander auf. Ja. Und wir sitzen immer noch im Dorf der Shy Guys fest. Und da sind echt viele Shy Guys. Und das ist unvorteilhaft. Ja, die wohnen da ja auch in dem Denn Dorf. wir wollen ja nicht entdeckt werden. Wie gesagt, Lampe ausmachen. Soll ich mal probieren? Kannst du machen. Kann Okay, ich vielleicht nicht übernehmen. jetzt gerade. Ich laufe bestimmt gegen einen Gegen. Wenn ich dem hinterherlaufe, kann das durchaus passieren. Das wäre richtig peinlich. Ja. Jetzt klettert er hoch. Töten ist nicht entdeckt werden. Ich weiß es nicht. Aber stell dir mal vor, seine Freunde finden dann so eine Scheigei-Leiche. Finden die auch nicht Naja, die witzig. verplucken hier einfach. Achtung, Achtung, lauf, 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 lauf. Boah. Okay, bei mir war das ein bisschen knapper. Ich weiß nicht, ob. Das wäre echt ein. Echt ein Experiment. Kriegen einen Herzinfarkt. Ich glaube, ich bin da nicht so gefühlvoll wie du. Ich laufe einfach. Ja, du kannst den Stick. Das ist kein Steuerkreuz, das ist ein Stick, ne? Jetzt lauf einfach durch. Jetzt ist die Chance, jetzt ist die Chance, jetzt ist die Chance, jetzt ist die Chance. Er hat mich entdeckt, er hat mich entdeckt. Hat er mich entdeckt? Jetzt, oh ja, okay, der hat mich entdeckt und der hat mich auch entdeckt. Wieso Okay. läufst du da Ja, rein? weiß Wir ich können doch nicht. einfach Leben sparen. Aber du willst ja unbedingt, dass wir Game Over gehen. Kann ich das auch mit dem Gamepad steuern? Ja, kannst du. Ah, das wüsste ich gerne. Das ist komisch. Ich weiß, es ist mit den beiden Sticks ist einfach, Ja. einfach einfacher. Jetzt lauf doch hinterher. Oh, stress mich nicht so. Bist du immer so ungeduldig? Ja. Aber nur, wenn du nicht selbst spielst. Ich drehe auch immer in die falsche Richtung. Die Kamera. Oh, ich dachte jetzt gerade kurzfristig, dass er sich einfach umdreht. Ja, es gibt aber welche, die nur so hin und zurück laufen und sich dann so umdrehen. Pass auf, dass der andere Schlager jetzt nicht spitz kriegt, dass du da bist. Ich glaube, jetzt ist die Chance, da hochzugehen. Mach. Ja. Jetzt geht durch zur Tür. Gleich, wenn er sich gedreht hat. Ja. Jetzt Aber bleibt da ist. einfach. Ihr bleibt hängen. Ich glaube, das funktioniert. Jetzt geh hoch. Nein, der hat Nein. dich entdeckt. Aber er kommt da ja gar nicht ran. Oh, das ist doch Ich glaube, du scheiße. hättest eine Leiterstufe höher sein Ja. müssen. Ja. Da muss der Meister mal ran. Oh. Ja, ne? Mach mal hier. Der Meister schließt das Buch. Aber es ist gut, dass er wieder auf der Stelle an aufmacht. Wir müssen die Lampe natürlich ausmachen. Ganz wichtig. Und es wäre cool, wenn das einen Effekt hätte. Ja. Hat es Irgendwie, aber, dass man glaube ich, nicht. undercover ist oder eher langsamer läuft oder schneller oder irgendwas. Nimm die rüber und bring ihn einfach um. Nein. Nein. Das bringt mir nichts, wenn ich den umbringe. Okay. Dann komme ich ja so vorbei. Dem würde ich gerne auf den Kopf springen einfach. Dann wäre er einfach weg. Wer macht das doch? Und den anderen, die im Kreis laufen, dann wäre er auch einfacher. Ich weiß nicht, ob das. Das geht ja auch so, glaube ich.
Ja, klar. Ich hab's doch zweimal hintereinander geschafft. Hm? Oder dreimal? Was? Das. Boah, war das knapp. Dumme Vögel. Nimm jetzt einfach nur auf den Kopf latschen, das wäre so easy. Ne, jetzt haben wir noch ein zweiter. Ja, dafür habe ich ja hier rüben. Ich hatte Angst, wenn ich da hochgehe, dass da noch auf dem Weg ein zweiter ist oder so. Ich versuche das mal zu beobachten. Nein, wieso entdeckt er mich denn? Ja, das ist so unnötig, ne? Du hast nichts gesehen. Okay, der Teil ist dann relativ einfach. Vielleicht wirst du es entdeckt. Kann sein. Guck das. Nein. Ein kleines Easter Egg. Ja, ne? Nicht geschafft, ne? Das hat's irgendwie in sich. Wie viel Zeit haben wir jetzt hier schon reingesteckt? 10 Minuten. Was hast du gerade gesagt? 10 Minuten. Ich glaube, mein Herz ist noch ein bisschen stehen geblieben. Wieso? Allein, ich habe die gerade von hinten angeleuchtet, ne? Da krieg ich das nicht mit. Also dafür, dass ein Mario Kart ein Kart fahren darf, ist der nicht so gescheit. Ich glaube, das Licht ausschalten ist mehr ein Gimmick als... Nee, warte, gegen die Geister bringt das Licht ja was. Ja, aber warum will ich die Geister nicht töten? Das wäre irgendwie ein bisschen... Vielleicht gibt es ein Level, töte die Geister nicht. Gab's das? Nee. Das wäre kacke. Das gefällt mir nicht, wenn es das geben würde. Langsam kommt Routine rein. Ja, in den ersten Teil, ne? Ja, aber jetzt kommt der schwere Part. Naja, das ja auch noch nicht. Oh, ich weiß aber nicht, wie soll ich das denn abpassen? Ich weiß es nicht. Das wird schon klappen. Ja, aber wie? Da ist nur einer, der da im Kreis läuft. Also jetzt, wenn du das hier schaffst... Ich muss jetzt laufen. Nein, es funktioniert nicht. Gott, ey. Ey, das ist echt voll. Aber man entwickelt auch so einen Ehrgeiz, so. Ich will das jetzt schaffen. Der ist überhaupt nicht mehr vorsichtig, einfach laufen. Lampe aus? Nicht runterfallen? Wie dreht der sich denn jetzt? Das gefällt mir nicht. Obwohl doch, der dreht sich gleich. Ja? Dachtest du, der dreht sich jetzt anders als sonst? Ja, dachte ich gerade. Zählt die töten oder nicht? Ich weiß es nicht. Mach einfach. Könnte. Er hat es ja nicht entdeckt. Aber er hat Jurp gesagt. Das stimmt. Das stimmt natürlich. Da kommt gleich ein Schallgeil. Oh Dreck, 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 oh Dreck. Nicht da hochgehen. Ich töte den jetzt auch. Kein Bock mehr auf dich. Jetzt können wir das analysieren. Jetzt können wir es analysieren. Die drehen sich sogar beide in dieselbe Richtung. Okay, ja, jetzt kriegt man das hier hin. Ja. Wir müssen jetzt nur das Drehen abwarten.
Und jetzt schnell. Und jetzt hinter denen hängen. Und jetzt zählt töten als entdeckt werden. Garantiert. Das wäre so kacke. Es ist aber garantiert so. Bitte, bitte gib mir diesen doofen Haken. Bitte. Ja! Ja! Oh, herrlich. Boah, jetzt locker 20 Minuten an diesem Level hier gehangen, ey. So, das haben wir schon geschafft, das haben wir auch schon geschafft. Goldpilz. Ach, das war das... Ich nehme an, man muss das letzte Ding einfach nur noch viermal drehen. Nehme ich an. Soll ich es probieren oder sollen wir hier genau durchlaufen? Doch, probier einfach. Ja. Weil das konnte man ja letztes Mal einfach noch mehr drehen. Ich brauche da gar nicht hoch, ne? Nee. Ist das nicht am Anfang? Nee, doch, ich muss da hoch. Wie am Anfang. Das, wo du den Stern später kriegst. Wie am Anfang? Nein, 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 nein. Oh Gott. Den Stern sieht man hier nämlich gar nicht. Daran erinnere ich mich noch. Ja, aber war der nicht... Das dreht man am Ende. Ja, aber wo war der denn? War der nicht da hinten beim Anfang? Nö. Ja, dann eigentlich schon. Ich nicht. Ja, da, bei dem Anfang. Ja, aber da kommt man ja vom Anfang an nicht hin. Ach so, nee, da ist ja eine Brücke, okay. Man macht's echt ein bisschen routinierter jetzt, ne? Wenn man es schon kennt, ne? Ja. Jetzt nur nicht in die Lava fallen. Das wäre das Blödeste, was passieren kann. Fragt sich nur, ob er dann schrumpft oder gleich tot ist. Hier ist kein Goldpilz. Doch, da ist ein Goldpilz. Okay. Woher wusstest du, dass der da ist? Ich hab geraten. Ganz standardmäßig. Ich dachte mir nur, ich hab's halt nur einmal gedreht bis zum Stern. Ja. Ja, aber sonst hatten wir ja letztes Mal alles abgesucht. Münzen. Oh nee, nee. Aber ich glaube, da durch das Level sind wir relativ zügig durchgegangen, oder? Ja. Und wir hatten 37 Münzen. Da fehlen noch ein paar. Würde ich so sagen. Da unter dem Boot waren wir. Was machen die Krabben? Töten. Ja. Ich glaube, wir sind hier gar nicht hochgegangen, kann das sein? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, das haben wir einfach ausgelassen, den Teil hier. Hä? Ah, der Typ hat ihn abgeschossen. Der. Der schießt jetzt keinen mehr ab. Ja, ich glaube, hier sind die verloren gegangenen Münzen, aber. Da ist an der Seite, wenn du da hinten. Ja, die haben wir letztes Mal nicht eingesammelt. 30 Münzen. Die unterm Boot hatten wir schon. Wie viel haben uns gefehlt? Wir hatten 37. 37. Die unterm Boot, die da hatten sind wir noch aber welche schon, drin. Ja. Da muss man runterspringen, okay. Ja, hier müssen wir nicht mehr rein. Nee, aber da lang. Ja. Mit den Kriechpiranhas. Und da ist noch einer drin, den müssen wir auch noch erledigen. Es gibt auch noch eine Münze. Und wie kommen wir an den ran? Bricht die Brücke ein? Keine Ahnung. Oh nein, oh nein, oh nein. Aber wenn du ihn rausrupfst, kriegst du bestimmt auch Münzen. Tschüss. Und die Münzen holen wir uns auch noch. Jetzt 56. Sind wir schon ziemlich nah dran.
Boah, uns fehlen ja noch welche. Vielleicht, wenn du die Teile alle tötest. Ja, dann schaffe ich aber nicht mehr. Dann schaffe ich nicht mehr. Wo kriegen sonst noch Münzen? Da ist noch so ein. So eine Rübe. Ja, wie komme ich an die Rübe ran? Ah. Weiß ich nicht, du bist gerade kleiner geworden. Manchmal wird man halt kleiner. Wie kommt man denn an diese Rübe? Ich kann ja nicht runterspringen. Ja, guck mal von der Seite. Boah, keine Ahnung. Ich auch nicht. Versuch mal runter zu springen. Oh. Nee. Wie kommt man denn da ran? Ich hab keine Ahnung. Ja. Da muss da irgendwie reinfallen, oder nicht? Auf der anderen Seite? Ja. Da bei der Palme meine ich. Hier sind 4 Palmen. Hier meinst du? Ja. Nee. Doch. Nee. Das muss doch irgendwie gehen. Ja. So. Oh nee, kein Diamant. Was soll ich denn mit dem Diamanten? Kriegen jetzt die Münzen her? Keine Ahnung. Kann man an den Palmdingern rütteln? Okay, hier waren schon mal Münzen dran. Wo bist du denn? Ach da. Im Wasser. Und jetzt haben wir alle... verschöpft. Alle Münzenreservoirs. Hm. Kann ich die Palmen schütteln? Ne, kann ich nicht. 10 brauchen wir noch. Ne, 8. Wo kriegt man die denn her? Hm. Schlag mal was vor. Keine Ahnung. Gibt es Sternmünzen? Mm-mm. Vielleicht da hinten bei der Palme, sind da noch welche? Bei den 2 nebeneinander. Da kann man... Nein! Ah, das stimmt, da hinten kann man hochlaufen. Ach, wieso bin ich jetzt in den Stern gelaufen? Das ärgert mich. Das ärgert mich. Die Münzen hätte ich jetzt gebrauchen können. Ja, dann müssen wir wieder alle Münzen von vorne holen, ne? Mhm. Aber wir wissen ja jetzt, wo die welche sind. Jetzt nur nicht irgendwas vergessen. So. Weil wir überhaupt hier noch. Nee, hier ist nur der Diamant drin. Oh, kann man auch einfach hingehen. Ach. Krass. Hast du es nicht gesehen? Nein. Ich dachte, man muss da runterspringen. Du musst da noch hochgehen, links, ne? Hier kann ich ja nicht machen. Vergiss das. Das mach ich schon nicht. Ich muss dann hier auch nochmal rein. Wow. Ja, du brauchst ja nur die 3. Ich möchte das jetzt ausprobieren. Schieß mal auf die Palme. Nee. Schade. Du brauchst doch nicht lang gehen. Kannst du auch von der anderen Seite viel einfacher holen. Ja, hast recht. Das gibt Münzen. Hm.
wäre schon mal ein Versuch wert. Aber damit kann ich ja nicht alle schlagen. Dann musst du wieder den so. Stimmt. Für ja. dich töten lassen. Ja, komm, töte. Im Auftrag von. Toll. Hat nicht funktioniert. So. Ja, ich glaube, das könnte funktionieren. Ich brauche dich mal kurz. Waren das die fehlenden Münzen? Es fehlten 8. Wie viele wollten es insgesamt sein? 70. Okay, ich muss jetzt noch 2 Münzen. Wo sind jetzt noch 2 Münzen? Das ist die Frage. Oder konnte man noch eine Kriechpiranha abschießen? Nee, aber vielleicht kommst du da doch noch hoch. Wo ich letztes Mal gesagt habe, bei der einen Palme da. Ja, ich würde sagen, das haben wir geschafft. Ja, ich bin gut. Ne? Man hätte die nicht mal erledigen müssen. Ja. Aber ich glaube, dafür haben wir jetzt einen Münzrekord fürs Level aufgestellt. Ja, wir haben ja jetzt auch einfach alle Münzen, die man kriegen kann. Ja, perfekt. Wir haben sogar 10 mehr. Das heißt, wir haben mehr als perfekt. Geheimen Goldpilz. Oh nein, das war das, wo man das ja, sogar das Leben so abschießen musste, ne? Oder? Mm-hmm. Nee, das war das. Nein. Das war das mit dem Leben abschießen. Okay. Und wo ist der Goldpilz? Geh mal mehrmals durch die Röhre durch. Mhm. Okay, da ist der Goldpilz nicht. Hm. Vielleicht da drin? Das wäre zu einfach. Das ist nur die Sternröhre, oder? Ja. Dann guck mal hier, ihr kleinen Pelikane. Hier war auch nichts mehr drin, ne? Na super. Nee. Mit euch setze ich mich nicht mehr auseinander. So. Unten drunter? Also unter den Kisten? Wie soll man das denn machen? Keine Ahnung. Ich kann da glaube ich nicht mehr drunter gucken. Sind zumindest offen. Geh mal durch die rote Röhre. Bin ich doch. Bist du? Ja. Bin ich sonst noch hochgekommen? Und durch die blaue? Und dann? Nein. Drecksvögel. Ich hasse die. Nicht drunter gucken, unter die Kisten. Ja, ich habe gedacht, vielleicht ist da an den Seiten ein geheimer Eingang oder so, aber der müsste ja jetzt immer noch da sein, wenn er da gewesen wäre. Hm.
Also ich weiß nicht mehr, wo ich noch gucken soll. Ja. Hier ist er definitiv nicht. Wo soll denn der sein? Keine Ahnung. Aber er ist ja geheim. Da muss er ja schon ganz schön versteckt sein. Ja, aber komm. Wir haben jetzt wirklich alles abgesucht. Ja, aber vielleicht ist er irgendwo, wenn du mehrmals durch irgendwelche Röhren... Ich bin jetzt durch jede Röhre mehrmals durch. Nein, nicht durch alle. Doch. Na, ob das das Rätselslösung ist? 3 ist so eine Magenschrank, okay. 4 ist auch so eine... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wenn du ein geheimer Goldpilz wärst. Ja. Dann hör auf, so geheim zu sein. Okay. Ja, wir haben doch überall gesucht. Und so groß ist das Level nicht unbedingt. Aber vielleicht hier irgendwo in dem Seetank. Ich müsste den doch sehen. Komm mal mit. Nee, hier ist einfach nichts. Das ist ja irgendwie ein bisschen doof. Also das muss man Nintendo sagen, die Dinger, die sind deutlich besser versteckt als jegliche Star Coins in Super Mario. Boah, wo ist der denn? Das kann doch nicht so schwer sein. Man kann ja auch nicht so in den Himmel gucken. Nee, kann man nicht. Aber wir haben auch nichts drin für den Himmel. Irgendwie irgendwas reißen können im Himmel. Wir waren doch jetzt in jedem Winkel dieses Levels. In den Blöcken? Die Blöcke haben wir ja schon kaputt gemacht, letztes Mal, oder nicht? Ich glaube auch, aber ich bin mir nicht sicher. Dann probier's aus. Schau mal. Du musst in die rote. Ja, ist mir auch gut aufgefallen. Mach mal das Licht aus, vielleicht sehen wir dann den Goldpilz. Wie mach ich das? Das Licht aus. Wie mach ich das denn? Hast du, glaube ich. Wie hast du es angemacht? Mal. Was hab ich denn? Was muss ich denn drücken? Das Licht geht gar nicht aus, glaube ich. Top braucht das Licht unter Wasser. Ganz wichtig. Ohne Licht unter Wasser kann man nicht überleben. Oh, das war jetzt nicht so cool. Lass dich nur nicht erwischen, ne? Ich bin klein. Mhm. Oh, du solltest mich gerade sehen. Ich hasse diese Vögel. Oh, der fliegt noch weiter. Nein, das war zu früh. Ich glaube, die letzten beiden kannst du gar nicht kaputt machen.
Ne, wie soll ich den denn kaputt kriegen? Vielleicht kommt aus einem Nacke raus. Ich glaube, du kannst keinen Block mehr kaputt machen. Ich glaube, es geht einfach nicht. Nee, kann man auch noch. Mama, ich puste Ballonen kaputt. Und komm nie wieder. Hm? Komm nie wieder, die puste Ballonen? Ich glaub schon. Hm. Oh. Ich bin gefallen. Hm. Ja. Ich bin gerade ein bisschen verzweifelt. Oh, guck mal, er war nass eben noch. Ja, ist er nass. Süß. Oh. Geh da raus. Die kommen und drehen um. Ja, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ich kann jetzt einen Stern holen. Ja. Ah, aber dann sind wir ja ganz schön konsequent hier, ne? Mhm. Aber ich hatte keine Ahnung, wo wir den jetzt suchen sollen. Ich auch nicht. Ja, gut. Oh, Mist. Ja, das ist irgendwie... Der ist einfach zu geheim. Bestimmt gibt's einfach keinen. Da geht's einfach so. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn wir Episode 2 anfangen. Ja, bis dahin. Macht doch einen schönen Tag. Tschüss. So, Leute. Mich hat das ein bisschen mehr beschäftigt. Und ich habe jetzt einfach nachgeguckt bei... die Seite vergessen. Ich habe jedenfalls im Internet einfach nachgeguckt. Ich habe es nicht verstanden. Das kommt jetzt dazu. Aber irgendwas mit... Beide eine Plattform anheben und dann im Sand. Das heißt, ja, unter der größeren Plattform im Sand. Ja. Ich würde sagen, dann gehen wir einfach hin und lassen die mal runterfallen. Nee, hochfahren. Hochfahren, runterfallen, ist dasselbe. Ja, ja, super. So, unter der größeren Plattform, das ist die hier. Im Sand. Jetzt vibriert das Gamepad und eine unsichtbare, seht ihr diese unsichtbare Rübe? Oh. Sag mal, wie soll man das denn finden? Wie soll man das denn finden? Ey, ich glaub's nicht. Die zweite Platte muss ich jetzt auch noch hochfahren lassen. Oh. Naja. Also ich weiß nicht, wie man das als Normalsterblicher jetzt finden soll. Weil irgendwie... Das ist schon ein bisschen sehr schwer versteckt, würde ich sagen. Ja. Aber uns hat das einfach keine Ruhe gelassen. Siehst du, dein Rucksack ist noch nass, hast du es gesehen? Siehst. Ja gut, Leute. Ging jetzt schnell, aber wie gesagt, wir mussten einfach nachgucken. Ja. Und jetzt würde ich sagen, wir machen jetzt wirklich Tschüss. Bis zum nächsten Mal, wo wir Episode 2 hier anfangen. Tschüss.